Heute moderiere ich mal wieder im Stehen und habe euch folgendes Buch mitgebracht, das sicherlich jeder von euch im Briefkasten hatte. Es geht aber nicht um die Abfallfibel, sondern um interessante Dinge über den Sorgen von Müll, die da hinten drin stehen, die der ein oder andere von euch vielleicht sogar kennt. Damit willkommen zur 101. Folge von Raumplanung TV. Wenn man es genau nimmt, ist das hier die 103. Folge. Aber ein Video wurde von YouTube aufgrund des Thumbnails gelöscht und das zweite Video habe ich aus persönlichen Gründen selbst gelöscht. Somit war ja auch die Folge von Nikola Tesla die 100. Folge und das hier dürfte dann auch die 101. Folge sein. Weil es zählen natürlich nur die Videos, die online sind. Kommen wir jetzt zu diesem schönen, netten Heftchen hier. Das ist die Abfallfibel. Ich denke, jeder von euch besitzt die Abfallfibel oder hat sie bekommen. Zumindest jeder von euch, der einen eigenen Haushalt führt. Ich meine, dass da drin steht, wann die Müllabfuhr kommt und so weiter, weiß, denke ich, jeder. Hier steht aber auch genau drin für den jeweiligen Landkreis. In dem Fall ist für den Landkreis und die Stadt Kaiserslautern. Wobei das ist sogar nur die Abfallfibel für die Stadt Kaiserslautern, wie da die Entsorgung ist, die ja beim Landkreis relativ ähnlich sein dürfte. Und zwar aufgegliedert nach Altglas, Altkleidertextilien, Altmetall, Altpapier, Baustoffe, Bioabfall, Containerdienst, Elektro- und Elektronikgeräte, gelber Sack, Grünabfallsammlung, Restabfall, Sperrmüll und Schadstoffe. Da steht genau, wie die jeweiligen Stoffe und so weiter entsorgt werden. Sicherlich fragt sich der eine oder andere von euch jetzt, warum macht er dieses Video? Ganz einfach, ich beobachte hier bei uns in dem Mehrfamilienhaus oder Mietshaus, wie auch immer, immer wieder, und das war, als ich noch oben in der Uni im Wohnheim gewohnt habe, teilweise ähnlich, dass die Leute den Müll nicht richtig trennen können. Deshalb möchte ich beispielhaft in einzelnen Müllsorten kurz erklären, wie man die richtig entsorgt und was zu welcher Müllsorte dazugehört. Ich meine, dass Altglas grundsätzlich in den Altglascontainer sollte, dürfte den meisten klar sein. Was nicht in den Altglascontainer gehört, sind Energiesparlampen, Glühbirnen, Keramik, Steinkrüge, Porzellan, Fensterglas und Spiegelglas. Ja, also das sind nämlich Dinge, die teilweise in den Restmüll gehören. Die haben im Altglas-Container nichts verloren, aber ich denke, das ist den meisten noch klar. Altpapier ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? In das Altpapier gehören nur Kartonagen, Pappschachteln, Zeitungen und Zeitschriften, Kataloge, Taschentücher, Hefte und Papierverpackungen. Aber natürlich nur Papiertaschentücher und keine Stofftaschentücher. Stofftaschentücher verwendet man ja sowieso mehrfach wieder. Nur so am Rande. So. Nicht ins Altpapier gehören Aktenordner, Tapetenreste, Pergament, Milch- und Getränkeverpackungen, stark verschmutztes Papier, Backpapier und Papierfotos. Von all den genannten Sachen, die, wo ich gesagt habe, dass sie nicht da reingehören, gehört alles in den Restabfall. Außer Milch- und Getränkeverpackungen gehören so einen gelben Sack. Ich habe hier bei uns neulich beobachtet, dass in einer Plastiktüte jemand Milch- und Getränkeverpackungen in den Papiermüll gemacht hat. Ja, das geht gar nicht. Das ist völlig mangelhafte Entsorgung. Was gehört alles in den Biomüll? In den Biomüll gehört eigentlich alles, was Essen ist. Brot- und Backwarenreste, Obst- und Gemüsereste, Käsereste, Milchproduktreste, aber keine Milch. Kaffeesatz, Kaffeefiltertüten und Teebeutel, Küchenpapier, Speisereste, Fleisch, Fisch und Wurstabfälle, verwelkte Blumen, Unkräuter, Rasenschnitt, Laub, Zitrusfrüchte und Bananenschalen. Das funktioniert eigentlich meistens schon gut. Sinnvoll ist es, diesen Abfall in eine Papiertüte zu machen, die kompostierbar ist, weil sie sich dann einfacher transportieren lässt und unten der Boden von der Tonne nicht so schnell verschmiert.
unsinnig ist, das in einen Plastiksack zu machen. Weil, wenn man das in einen Plastiksack tut, dann hat man wieder das Problem, oh, da ist ja Plastik. Und das kann dann wieder mit dem Biomüll entsorgt werden. Weil der Biomüll teilweise auch verbrannt wird. Und das Gift von Plastik sollte nicht verbrannt werden. Und nicht zusammen mit dem Biomüll. Aus dem dann später übrigens Erde hergestellt wird. So Komposterde halt. Was ich sagen möchte, ist zum gelben Sack. In den gelben Sack gehören Flaschenverschlüsse, Getränkekartons, Suppentüten, Joghurtbecher, Shampooflaschen, Konservendosen, Spraydosen, Kunststofftüten und Folie, Styroporverpackungen, Tierfutterdosen und Zahnpastatuben. Nicht in den gelben Sack gehören Papierverpackungen, die gehören ins Altpapier, Glasverpackungen, den Glascontainer, Wäschekörbe, Eimer, Gießkannen, Blumentöpfe und Schüsseln. Das sind Dinge, die in die städtischen Wertstoffhöfe gebracht werden müssen. Wobei mit einer kleinen Plastikschüssel kann man auch mal eine Ausnahme machen. So, Restabfall. Was gehört in den Restmüll? Kalte Asche, Aktenordner, Altmedikamente, Dias, Fotos, Halogen- und Glühlampen, Kehricht, Kerzenstummel, Kugelschreiber, Kunststoffkorken, Leder, Spielzeug, ohne Batterien aber, Tapeten, Video- und Musikkassetten und Windeln. In Restmüll kann man im Prinzip, um es mal einfach auszudrücken, alles machen, wo man sich unsicher ist, in welchen Müll das gehört. Es gibt aber eben Sondermüll. Da gehören zum Beispiel auch viele Energiesparlampen dazu. Die sollte man nicht in den Restmüll machen. Die muss man eigentlich in Wertstoffhöfen machen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Wenn ich dran denke, kann ich das unten in der Videobeschreibung verlinken. In den Restmüll gehören übrigens auch viele Stoffe wie Medikamente und so eigentlich nicht rein. Ich muss aber ehrlich sagen, ich kippe auch oft die Medikamente in Abguss oder so die in den Restmüll, weil ich der Meinung bin, naja, ich konsumiere sie ja selber und wenn ich es konsumiere, dürfen die eigentlich nicht umweltschädlich sein. Da aber in Pharmazieprodukten teilweise immer wieder Sachen drin sind, die eigentlich uns Menschen schaden, sollte man natürlich besser die zum Schadstoffmüll zu bringen. Da gibt es immer mal wieder Sammelstellen. Solche Batterien kennt ihr sicherlich im Aldi und Lidl, die Sammelstellen. Oder eben auch ab und zu kommen hier in der Region Kaiserslautern zum Beispiel spezielle Wertstofflaster, sogenannte Umweltmobile, immer mal wieder an verschiedene Orte, wo man dann die verschiedenen Schadstoffmüllzeugs hinbringen kann. Jetzt ist hier hinten nochmal eine schöne Auflistung drin, die mit grünen Häkchen und roten Kreuzen nochmal genau zeigt, was in welche Müllsorte gehört, teilweise sogar mit schönen Bildchen illustriert. Das sollte sich jeder beim Müll drin anschauen. Und wenn man sich unsicher ist, immer lieber hier nachgucken, als irgendwas falsch entsorgen. Und immer dran denken, weil eine Tonne, in der kein Plastik vorgesehen ist, gehört kein Plastikmüll. Plastik darf nur in den gelben Sack oder in den Restmüll. Alle anderen Tonnen müssen plastikfrei sein. Weil man die verschiedenen Stoffe, die eben kein Plastik enthalten, dann unabhängig von den Giften, die im Plastik enthalten sind, recyceln und wiederverwerten kann. Weil Plastikstoffe dürfen nur mit Plastikstoffen recycelt werden und Papier nur mit Papier. Wenn man das Ganze durcheinander bringt, ist das nur ein zusätzlicher Kosten-Energieaufwand für die entsprechenden Entsorgungsbetriebe. Ich kann hiermit im Endeffekt nur empfehlen, schaut euch das hier hinten mal an, diese schönen Texte, das schadet nicht, das ist keine Zeitverschwendung, das lohnt sich wirklich, denn die Abfallfibel ist selbst dann, wenn man eben seine Kalenderdaten hinsichtlich der Müllabholung eingetragen hat, immer noch eine Lektüre, die man sich zumindest ein Jahr lang aufbewahren sollte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr das Video gut fandet, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten, falls ihr den Kanal zu abonnieren und unten da auf die Glocke zu drücken,
sieht man sich im nächsten Video. Ich sag an dieser Stelle wie immer tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.